Herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge auf der Marsch. Wir werden jetzt weitermachen mit der Ackerbau und Viehzucht. Ne? Haben wir eine weiße Krähe? Nö, ist nicht schlecht. Wollte gerade sagen, ist immer noch nichts gewachsen. Ah, die keimt. Oh, Wahnsinn. So, hey, eine Blume haben wir hier. So, Kühe sind dran. Das heißt, Kühe müssen gemacht werden. Das heißt, ob Kühe oder Schweine ist mir egal. Alles muss gemacht werden. Also, wir haben wieder neue Schweine bekommen. Wie schön. Wie gesagt, mit Frühling 3 Tagen, Sommer 3 Tage, da geht das ziemlich schnell. Die sind 115 Kilo, die sind jetzt 0,4 Jahre. Also, bald fertig. Also. Das sind schwere Tiere bei. Da ist noch jung, da geht's auch noch, aber das dauert nicht mehr lange. Wenn wir die ersten, oh, Kühe haben wir mächtig Nachwuchs gekriegt. Ja, das ist ja gut. Also Futter. Wir haben da ja ein Fahrzeug, weg damit, mit für die Schweine gehabt. Mal gleich gucken, dass wir da entsprechend jetzt in die Reihe kriegen. In Anführungszeichen, ne? Also in die Reihe kriegen, naja. War der Traktor hier oder war der woanders? Der war hier, okay. Und der ist voll Schweinefutter. Aber das sind sauer machen ist nicht da. Aber wir müssen mal sauer machen, ne? Das heißt, den werden wir holen. Unser Putzfahrzeug hier. Ja, auch putzen müssen, ne? Dann werden wir mal putzen. Ja. Putzen wir gleich. Ey, da wird gewachsen, ne? Unser Hopfen ist gewachsen. Wahnsinn. Also, wir gehen mal auf 1. Ich sehe immer viel Arbeit umzukommen. Aber das macht ja nichts, weil wir gerade haben. Ne? Dann wir alles düngen. Also erstmal Tiere, dann düngen. Die Tiere sind nämlich rot. Ups, ja nicht mit. Die sind zu. Haben wir mitgekriegt. Jetzt haben wir zurück. Die ersten Stall haben wir sauber. Die beiden in der Mitte, die sind meistens sauber genug, die brauchen nichts. Kann der hier abgekippt werden? Nehmen wir einen Flyer habt, weil hier ist die Stelle, wo man eigentlich gut abkippen kann. Aber gibt's doch gar nicht. Gut, dann halt nicht, ne? Aber wir werden halt Ebenhängern durchfahren müssen. Wird ja eh nicht reichen. Die 298 kurz mal hier einen Blick rechts werfen. Reinwerfen, damit ich gucken kann. Ah, sauber. Das sind saubere Schweine. Hier rechts. Ja, sauber. Saubere Schweine. Hier. Listige Schweine. Das ist aber komisch. Die mittleren Ställe sind immer sauber. Aber gut. Das kann ich nicht beeinflussen. Darauf.
die Gabel oder die Schaufel zum Stall nach oben. So. Sauber. Aber nach Möglichkeit würde ich die drei Stalle wegreißen und mir einen großen hinbauen. So, das Futter geht zum anderen Stall rein, im großen. Ja, düngen, guckt garantiert. Mehreren Aufgaben, ne? Irgendwann werden wir auch die Gülle hier wegfahren müssen. Dann werden wir gucken, unser Heu. Aber zuerst machen wir Tiere. Darum. Geschwindigkeit 1, das ist okay. Müssen wir alles schaffen. Gras ist aufgewachsen, sehe ich gerade. Kann auch gedüngt werden. Hoffe ich jedenfalls, dass man düngen kann. Ja, das hat man schon gedüngt gehabt, ne? Aber jetzt ein zweiten Mal normalerweise. Das. Wenn wir gleich mal hier reinschauen. Gras. Also wenn das Gras jetzt gelb wäre, dann wäre es nicht möglich, ne? Also, da ist noch grün. Glück gehabt. So. Das war aber nicht richtig gemacht, ne? Dann mal schauen, was da alles ist. Das Blau ist garantiert so eine Stelle, wo trocken ist. Also, wir haben sehr trockenes Wetter, das ist nicht günstig. Ist nicht günstig. Also vom Wetter her ist es schlecht. Also für Heu machen wir es gut, aber im Großen und Ganzen ist es schlecht, weil es wächst ja nicht ordentlich. Ne? Und Rapsfeld ist grün, ja. Wurde auch Zeit. Hat schon lang genug gedauert, ne? So, gleich mal den Futter auskippen oder beziehungsweise mal aufladen. Den Rest und dann kriegen die Schweine Futter. Von 1 bis 5. Ja, da muss ich sehen, dass ich da jetzt noch einen zweiten Stall dazu baue. Und am besten zwei am selben Ort bauen, dass wir da nicht unseren Futterwagen hier oder so weit mal fahren müssen. Ne? Nur halt mal zur Not mal wegreisen, einen neuen Platz wählen. Ne? Wüste. Sauber ist schon mal. Hier geht's auch. Und hier ist schön markiert. Hier kann man sehen. Aha, hier geht's hin, ne? Dann fahren wir mal so rum. Die Kühe sind zum Glück genügsam und immer sauber. Mist haben wir auch noch ein bisschen. So. Dann gibt's gleich mal Wasser. Da kommen wir nicht durch. Wir sind zu fett geworden. Gehen wir gleich Wasser. Wie gesagt, hier immer sehen, dass wir die andere Stelle leer kriegen. Verkaufen und dann oder zum Schlachthof bringen und dann. Ja, da haben wir auch noch Fleisch sicherlich. Und dann können wir entsprechend ja, Schweine brauchen nicht viel. Im Winter brauchen sie auch mehr, ne? Darum sind größere Kohlen, ne? Geht mir auch so. Mit da immer größere Kohlen. Obwohl, bei mir ist es egal, ich hab immer Hunger. Appetit habe ich immer. Schon wieder 20.15 Uhr. Mein Gott, ne. Ja, da kommen die Stelle weg. Da kommen hier am besten gleich zwei hin. Und dann müsste ich die Schweine komplett veräußern. Oder zumindest einmal einen Stall hinbauen. Muss ich mal schauen, ob ich den anderen Stall. Dahin passen würde. Ne? Also von der Zeit her, vom Geld her muss was reichen. Also. Und nicht heute. Wir müssen heute mal sehen, dass wir heute. Die Tiere versorgt kriegen.
die ganzen Felder düngen. Das Heu noch machen. Das verstehe ich nicht. Oder haben die so viel drin? Wir gucken mal vorbei. Und da ist verkehrt. Eine Alt S. Das ist der eine Stall, wo so viel sind. Die 20, ja, der ist voll. Da habe ich sicherlich zuletzt richtig voll gemacht und dadurch ist genug vorhanden. An Futter. Dann geben wir gleich Wasser, weil das gleich um die Ecke sind hier. Wasser haben sie ja, naja, gut, kommen nicht durch. Dann her zum Schluss. Alle vier. Dann haben die noch genug Futter. Ist aber auch noch Arbeit, man muss die Stelle zuvor leer machen. Die Gülle muss raus. Der auch nicht. War der dann auch noch voll? Ja. Der auch noch voll. Aber der zweite hat Hunger. Das sind die größeren Tiere, die fressen mehr. Ja, da geht's. Da war ja ziemlich mau. Aber viel geht da nicht rein. Gleich mal sehen, dass wir hier Wasser geben. Das ist ganz wichtig. Jetzt, wo der Sommer da ist, warm ist, brauchen die Tiere Wasser. Ja, sind bald schlachtreif, ne? Also morgen, also ingeben morgen, müssen die zum Hof. Lacho. Alles soweit. So, jetzt haben sie Wasser und Futter. Und werden die Schweine versorgt. Den Rest werde ich jetzt ins Lager einkippen. Bringt ja nichts, ne? So. Also die Kühe versorgen mit Mischfutter und mit Heu. Nee, besser war. Blocking Mist. Warum blocking? Wenn wir gleich mal die erste Wiese düngen, die 12. Das machen wir gleich. Aber erst geht den Stein, den Schwein in Wasser. Die haben zwar eine Pumpe für den Fall der Fälle, aber ist ja so, ne? Und die haben genug Wasser. Okay, machen wir gleich den Mist. Oh, ist reif? Ich glaube eher nicht. C. Ja.
12. Morgenwende 2. Generell Kurs. Okay. Das kann auch gedüngt werden, ne? Sicher. So, hier. Oder sage ich mal noch Traktor. Das hatte ich so befürchtet. Deswegen habe ich gedüngt. Also ist noch kein Heu, ne? Gras. Das ist persönlich schlecht, ne? Also wenn es nochmal so aussieht, ist es ungünstig, ne? Also normalerweise ist ja so, mähen. 3-4 Tage normalerweise ist er trocken, ne? Also mit 3 Tagen ist ungünstig hier, das zählt immer mehr. Aber gut, was soll's, das kann man nicht ändern. Ist der jetzt. Muss ja bitte mal wenden, ne? Gedüngt haben wir ja zum Glück. Wenn man trocken ist, dann können wir sofort. Es sollte heute trocken werden normalerweise. Also es ist ja mittags früh um 7, also gegen 3 Uhr nachmittags soll trocken sein. Also. So, nächste Aufgabe. Das wird Mist. Mist ist noch nicht voll. Dünger auch nicht. Entweder hat er den Punkt nicht richtig gefunden hier, kann sein. Werden wir sehen, ne? So. Hier wollten wir gucken, ob das reif ist. Im Wachstum, okay, der ist noch nicht reif. Mal kurz gucken hier. Ja, Dünn klappt gut. Tontafen, Half, Weizen. Ja, dunkelgrüner. Das sollte also morgen entsprechend reif werden. Das ist blöd, ne? Aber gut, was soll's. Jetzt werden wir darauf verzichten wahrscheinlich. Aber hier, das können wir voll ernten. 14. Puh, ich dachte schon reif. Dann werden wir hier gleich düngen, die 19. Legebereifung ist, ja. Wahnsinn. Ein Fahrzeug. Ich kann gleich entsprechend durchgehen, ne? Die Felder und die Graswiesen. Geht auch vorwärts. So, jetzt arbeiten die zwei. Uff, ja. Jetzt können wir gleich die Kühe besorgen. Blocking Mist, ne, das klappt nicht gut mit dem Kurs. Warum nicht?
Die haben da nicht anders, ne? Das ist jetzt eine, ja, die Stationen, die sind ungünstig, also. Naja, ungünstig ist halt so, ne? So, gleich Wasser geben, wenn wir hier sind, ne? Und dann. Kühles Wasser sehr wichtig, also sonst ist das problematisch, ne? Gerade Milchkühe brauchen viel Wasser. Die Milch muss irgendwo herkommen, ne? Und aus dem Futter wird das nichts. Da sind hier mehr Kälber, aber die kriegen auch Wasser. Aber große Kälber. So. Jetzt können wir den anderen entsprechend gleich wegfahren. Da ist Futter erstmal ein Silo rein. So. Und die Kühe müssen versorgt werden, ne? Das ist ganz wichtig. Zeit. Und liebe Schauer, das soll es dann für heute gewesen sein. Ich sag mal tschüss und winke winke. Ciao, ciao. Ja, man sieht sich vielleicht nächstes Mal wieder. Tschüss. Schönen Dank fürs Reinschauen.